Meine Damen und Herren, wir befinden uns in Akt 2, Szene 1, Ankunft des Geistes der Vergangenheit. Hinweis an die Schauspieler, Steve sitzt auf der Treppe zum Publikum. Hinweis an die Technik, Glocken sollten jetzt läuten. Technik an Regie, vergessen. Regie an Technik, Idiot. So. Geist wieder zurückholen. Ich hab Handschellen im Rucksack. Sie! Dann willst du der erste Geist sein? Schade. Sieht man das nicht? Ich bin der Geist des chinesischen Weihnachts. Dann willst du mir jetzt also zeigen, wie schön alles früher war, ne? Och bitte, so schlecht war das doch gar nicht. Pass auf, ich zeig dir mal was. Komm mal mit. Ja, der erste Geist ist da. Er heißt Amelie. Und das kann ja jetzt wirklich lustig werden. Achso, warst du schnell? Du warst zu schnell! Ich lese dir das langsam mal vor, okay. Ah, der erste Geist ist da, das kann ja jetzt lustig werden. Szene 2, Steve lernt Adam kennen. Licht an. Ich bin Adam. Darf ich dich auf einen Kaffee einladen? So etwas kann ich wieder gut machen. Ja, warum eigentlich nicht? Uiuiuiui, da hat's ja wohl richtig geknallt. Steht im Text. Das ist ja mal richtig süß anzuschauen, die beiden Teufel. Später feiert unser glückliches Paar Steve und Adam bereits zusammen Weihnachten. Ja, wir machen doch mal aus. Ein Jahr später feiern Steve und Adam zusammen Weihnachten und sitzen auf der Decke, wenn das Licht angeht. Ein Jahr später feiert unser glückliches Paar Steve und Adam bereits zusammen Weihnachten. Ich bin schon glücklich. Weihnachtsfeier in dem man sehr zufrieden. Ich liebe dich. Das Licht geht gefadet aus. Danke! Ja, so ein Geist kann schon ein echt fieser Geselle sein. Springt ihr doch jetzt mit unserem Steve ein Jahr weiter in seine Vergangenheit. Pretend that this is possible.
Ist das jetzt noch Oberpause oder schon Handlung? Das ist die Weihnachtsfeier. Lies doch deinen Text, verdammt! Das war doch Oberpause. Ja, ich bin hier relativ neu, ich bin gerade hierher gezogen. Alleine. Wollt mal schauen, was hier so ist. Und schon was Interessantes gefunden? Nö. Obwohl, ja, ein paar von den Typen sehen ja schon sehr klasse aus. Was? Naja, ich hab einen Freund. Ja, und ist der hier? Nee, ich bin alleine hier. Ja? Mann, Schatz, wo bleibst du denn? Das Essen wartet doch. Ja, hey, ich bin hier voll im Stress. Du brauchst mir auch nicht erlauben, hinterher telefonieren. Aber Schatz, ich liebe dich doch. hör auf, so geht das nicht. Du, ich glaube, wir sollten uns vielleicht ein paar Tage nicht mehr sehen. Das ist vielleicht für uns besser, wenn wir einfach mal ein bisschen Abstand zueinander haben. Während Steve immer weiter die inneren Werte von Patrick ergründet, sitzt ein nun eher verlassener Elder mit vielen Tränen an einem leeren gedeckten Tisch. Nun, dann erstmal frohe Weihnachten euch allen. Später, wie wir gerade sehen. Manchmal ist der Gute doch etwas verwirrt, oder? Tja, die Moderation ist auch nicht da. Juhu! Amelie! Baut dich noch um! Amelie baut noch um, dann schick doch mal bitte den nächsten Künstler einfach raus und ich moderiere ihn an.